Das letzte Mal war es schon sehr, sehr knapp. Da waren aber eigentlich total schlechte Bedingungen. Bin da gerade wirklich beim allerletzten schweren Zug schon ganz oben mit dem Fuß weggerutscht und da noch runtergefallen. Dieses Mal bessere Bedingungen, nicht ganz so feucht. Wieder aufgewärmt in der Route, so wie jedes Mal. Hat mir total taugt, war total stimmig. Züge wiederholen, Echsen einhängen, Griffe putzen. Ja, und dieses Mal war es soweit. Der erste Go nach dem Echsen einhängen, nach dem Aufwärmen, hat einfach alles gepasst. Und ich bin's, finde ich, für mich total schön geklettert. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, probiert's schwere Sachen. Auch wenn sie sich im ersten Go so anfühlt, wie wenn ihr das nie halten könnt. Man glaubt gar nicht, zu was der Körper fähig ist. Also in meinen ersten Go's, ich habe mir nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Dann sind endlich alle Züge gegangen, dann habe ich nicht Echsen einhängen können, dann habe ich mir gedacht, ich lasse aus. Irgendwann war ich dann so stark, dass ich sogar die Echsen einhängen habe können. Irgendwann war ich so stark, dass ich an so an Positionen geschüttelt habe, wo ich früher mit Mund Mühe und Not drüber gekommen bin. Und das eigentlich nach wenigen Versuchen. Auf einmal kannst du das alles halten, auf einmal stellt sich der Körper ein drauf, der Körper lernt. Das Wetter ist ein Traum, der Herbst ist unvermindert schön. Außer mit euch, geht euch Projekte an. Viel Spaß weiterhin und toi toi toi.